Servus meine Freunde, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie man schwer erkennen kann, bin ich wieder in meinem schönen Studio, beziehungsweise schön ist es nicht, denn ich hatte gestern ein bisschen Besuch hier. Der DJ-Tisch ist schon eigentlich fertig, den zeige ich euch später auch noch, darum geht es ja eigentlich in diesem Video. Aber warum ich dieses Video drehe, ganz einfach, man kann es schwer erkennen, ein bisschen Holz ist schon weg, wir haben hier eine kleine Party geschmissen. Es waren, glaube ich, 6 Leute hier und wir haben ein bisschen Musik gehört, ein bisschen was getrunken. Dementsprechend sieht es auch hier noch aus. Ich bin noch nicht dazu gekommen, hier aufzuräumen. Ich zeige euch gleich mal die ganze Katastrophe, weil es ist echt ganz schön schlimm geworden. Der DJ-Tisch ist fertig, wie gesagt. Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten gemacht. Ich finde den optisch mega, mega geil. Ich hoffe, ihr habt das letzte Video gesehen, wie der DJ-Tisch da aussah. Jetzt hat er sich noch ein bisschen verändert, wir haben noch ein paar Kleinigkeiten gemacht. Ich kann euch schon mal was zeigen, und zwar, es geht um diese Steckverbinder hier. Vielleicht kennst du ein oder andere, die sind für LEDs gedacht. Ich hatte ja noch einen 5 Meter LED-Strip hier liegen. Ich habe ja eins gebraucht hier für die Absorber und eins war noch übrig. Und da dachte ich mir, ich baue das jetzt einfach an meinen DJ-Tisch hin. Ja, es hat leider nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich weiß nicht warum, was wir da falsch gemacht haben, aber ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal die kleine Katastrophe, ja, was wir an Müll produziert haben, beziehungsweise wie es nach der Party aussah. Party kann man das nicht nennen, es waren ein paar Leute hier, wir haben ein bisschen gefeiert, ein bisschen Musik gehört. Ich muss hier dringend aufräumen, es ist eigentlich immer noch hier eine Baustelle, obwohl ich eigentlich in meinem Urlaub das alles fertig machen wollte. Flo ist heute nicht dabei, ich drehe heute das Video alleine und ich würde sagen, ich zeige euch das kleine Chaos mal, und zwar so. Den Tisch kennt ihr, oder solltet ihr kennen von meinem letzten Video, den haben wir ja selbst lackiert. Aber so sieht die Katastrophe aus. Und ich bin leider noch nicht dazu gekommen, das Ganze aufzuräumen. Geschweige denn hier meine Couch reinzustellen. Eigentlich war ja geplant, weil ich hatte jetzt eine Woche Urlaub, dass ich Daily Vlogs mache. Habe ich leider nicht geschafft, weil ich einfach gemerkt habe, mein Körper muss einfach mal ein bisschen runterfahren. Von der Arbeit, ihr wisst, ich arbeite über 40 Stunden und da ist mal, tut's mal gut, wenn man mal ein bisschen entspannen kann. Ich habe zwar ein Video rausgehauen über den DJ-Tisch, was sehr, sehr gut bei euch angekommen ist, und ich hoffe, die nächsten Videos kommen wieder so gut bei euch an, weil jetzt ist der DJ-Tisch eigentlich so gut wie fertig. Ein paar Kleinigkeiten werde ich noch verändern, aber ich denke mal so im Groben und Ganzen, abgesehen jetzt vom Müll, ist ja ziemlich geil geworden. Ihr müsst halt überlegen, wir haben das Ganze wirklich aus altem Holz gemacht, was hier hinten überall stand. Wir hatten ja hier die ganzen Regale, die haben wir alle weggebaut. Und ich muss echt sagen, was wir aus altem Holz hergestellt haben, ist echt mega, mega geil. Also Flo, wenn du dieses Video siehst, Hut ab, geile Arbeit, was wir hier gemacht haben. Wir werden auch mehrere solche Projekte machen, wenn ihr drauf Bock habt. Ich habe mir auch überlegt, hier ein kleines Studio-Upgrade zu machen. Das Problem ist ja hier an diesem Tisch, er wird mir langsam zu klein, und ein originaler, oder was heißt original, ein richtiger Producer-Tisch kostet rund 1000 Euro. Und dann denke ich mir so, warum soll man nicht aus Altholz, was ich hier noch habe, wie zum Beispiel diese Platte da hinten, warum soll ich da nicht einfach meinen Tisch upgraden? Das heißt, vielleicht noch eine Erhöhung bauen oder was dran bauen oder vielleicht ein bisschen verändern, oder ich benutze dann nur noch diese Platte hier für einen anderen Tisch. Ich weiß es noch nicht, wenn ihr drauf Bock habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder auf Instagram. Apropos Instagram, wer mir da noch nicht folgt, kann das gerne tun. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. So Leute, wie man schwer erkennen kann, hier herrscht echt reinste Katastrophe. Also wir haben hier echt zu sechst irgendwie hingepasst. Keine Ahnung, obwohl wir nur 3 Stühle haben. Deswegen wollte ich unbedingt hier hinten in die Ecke die chillige Couch hinbauen. Aber ich habe es noch nicht geschafft. Deswegen, ich muss jetzt dringend aufräumen. Und ich merke gerade, ach du Scheiße, alles klebt hier. Ein volles Bier haben wir hier noch. Ich würde sagen, ich räume jetzt mal hier kurz das Chaos auf, damit es ein bisschen schöner aussieht. Und dann melde ich mich bei euch nochmal. 2000 Jahre später. So, fertig mit dem Aufräumen. Hier liegen nur noch so ein bisschen Kleinteile für die LED-Strip. Aber ich würde sagen, ich zeige euch jetzt das Finale von dem Tisch. Also ist noch nicht ganz fertig, aber ich denke mal, im Groben und Ganzen werde ich jetzt demnächst ein paar Mixe aufnehmen. Ich hoffe, ihr seid ready. Das wird auch das letzte Video, oder was heißt Video? Es wird eigentlich kein weiteres Video zu diesem Tisch kommen, außer mal zwischendurch in einem Vlog oder so, wenn ich irgendwas hinklebe oder so. Ich zeige euch den Tisch jetzt und ich hoffe,
Euch gefällt der genauso wie mir. Und ich muss echt sagen, Leute, für das, dass wir altes Holz hergenommen haben, ist der echt geil geworden. So, haltet euch fest. In 3, 2, 1. Boom! So sieht der Tisch aus. Hier ein bisschen Abdeckung in weiß, unten weiß, hier noch eine Holzleiste. Ich werde mit euch jetzt mal ein bisschen um den Tisch herumgehen, weil wir haben noch ein paar Features eingebaut, wie Kabelkanal, LED-Strips, habe ich ja schon gesagt. Und ich würde sagen, so sieht der Ganze aus. Ich finde es mega geil, allein wenn hier Leute kommen. Man ist ein bisschen abgesichert, der Controller ist ein bisschen abgesichert. Und ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Ihr seht es jetzt, so sieht der DJ-Tisch aus. Die Platte kennt ihr schon, das war mein alter Schreibtisch. Den haben wir lackiert, beziehungsweise geschliffen und lackiert. Dann haben wir hier, das ist total geil, Leute, hier eine weiße Platte. Und zwar habe ich die nicht gekauft, sondern das war eine alte Beamer-Leinwand. Mein Vater hat gesagt, er braucht sie nicht mehr. Wir haben die in den Maßen zusammengeschnitten und haben die einfach hingeschraubt. Man kann es hier noch erkennen, es sind noch ein paar Schrauben drin. Und wir haben hier unten eine komplette LED-Leiste. An der Seite geht sie schon wieder ab, da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Und ja, leider klappt es nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, weil wir mussten die LED-Strip, die hatten hier so ein Gummi dran. Ich hoffe, der Fokus sitzt. Jetzt, da ist noch so ein Gummi dran. Und den mussten wir abziehen und uns ist immer irgendwas kaputt gegangen. Keine Ahnung, LED-Strip funktioniert jetzt nicht so, wie ich wollte. Aber ich zeige euch jetzt mal die geheimen Verstecke, was wir alles so eingebaut haben. Beziehungsweise was vielleicht noch gemacht werden muss. Und los geht's. Zuallererst, wenn man auf den Tisch zuläuft, so sieht er aus. Oben zwei Boxen, ganz klar. Das Coole ist, man sieht hier eigentlich so gut wie keine Kabel. Außer das hier und das hier, aber das ist von meiner Softbox. Wenn man hier drauf zugeht... Hier, wie gesagt, an der Seite die LED-Strips, die haben wir hier mit diesem Verbinder zusammengeschnitten bzw. hingeklebt mit doppelseitigem Klebeband. Hier an der Seite wird noch eine Abdeckung kommen, das heißt, hier muss ich noch was machen. Hier werden wir die ganzen Kabel dann verschwinden lassen. So, und jetzt stehe ich hinter dem Tisch. So sieht das Ganze aus. Die Höhe haben wir ja nach Augenmaß gemacht und ich muss echt sagen, Leute, er sitzt halt perfekt. Also wenn ich jetzt so dastehe... Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. So, wenn ich jetzt so dastehe, ich komme perfekt hin. Ich bekomme keine Rückenschmerzen oder sonstiges. Ich kann ganz gemütlich auflegen. Und ich muss sagen, so sieht es echt schon wie so ein professioneller Tisch aus. Außer ein paar Kleinigkeiten natürlich. Aber allein der Tisch ist halt echt mega, mega geil geworden. Mit dem Weiß und mit dem Schwarz. Und wir haben, die Idee kam vom Flo. Klar, hier liegt jetzt noch ein bisschen Müll. Aber wir haben jetzt hier noch so eine Holzleiste hingebaut. Der Grund, ich werde hier die ganzen Kabel, das ist jetzt das Kabel von der Box hier drüben, also dieses hier, verläuft hier rüber und das werde ich hier mit so ein paar Clipser festmachen. Und wir haben jetzt hier noch so ein kleines Loch gebohrt, um ja, die Kabel ein bisschen zu verstauen. Wir haben jetzt hier nochmal ein größeres Loch gebaut für das Cinch-Kabel. Das haben wir hier an dem Controller angesteckt. Das Ganze verläuft sich hier runter, das heißt hier an der Seite ist auch wieder frei. Da werden wir auch noch was machen. Auf jeden Fall hier unten herrscht noch ein bisschen Katastrophe. Eine neue Steckdosenleiste muss ich mir kaufen, weil 3 sind mir zu wenig. Hier ist das Netzteil von der LED-Leiste. Und ich würde sagen, ich mache jetzt mal die LED-Leiste an und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich hoffe, euch gefällt's. Jetzt muss ich mal schauen. So, also einen Controller mache ich jetzt nicht an, aber es sieht schon geil aus. Außer eine Leiste von der LED-Strip funktioniert nicht. Und so sieht das Ganze im Endergebnis aus. Ich finde es geil. Ich weiß nicht, warum das jetzt so ist, aber ich habe hier zwei verschiedene Farben. Moment, ich mache mal kurz das Softbox aus. So sieht das Ganze aus. Ich finde es schon richtig geil. Ich muss mir da noch was überlegen, dass es ein bisschen besser hält. Die Leiste hier unten funktioniert nicht. Keine Ahnung warum. So Leute, so sieht es aus, wenn ich hinter diesem Pult stehe. Und ganz ehrlich Leute, für 0 Euro bzw. 10 Euro einen eigenen DJ-Tisch. Mega, mega geil. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Ich kann ja mal einen neuen Mix aufnehmen, der kommt dann auf meinem anderen Kanal. Apropos anderen Kanal. Wir haben es geschafft, wir haben mit diesem Kanal den anderen Kanal überholt. Wir haben jetzt hier mehr Abonnenten als auf meinem Hauptkanal, sage ich mal. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support von euch, für die zahlreichen Kommentare. Das war's jetzt eigentlich von diesem DJ-Tisch. Ich finde ihn mega geil. Ich hoffe, ihr findet den geil. Ich werde mega viel Spaß haben, wenn ich da neue Mixe aufnehme.
Allein weil ich jetzt nicht mehr so geduckt dastehe, sondern einfach schön gemütlich in den Mixer machen kann. Ein paar Sachen werden noch optimiert. Kabel, LED, vielleicht muss ich mir eine neue kaufen, weil ich die untere vielleicht geschrottet habe. Keine Ahnung. Allein, dass ich jetzt zwei verschiedene Farben habe, ist schon geil. Und in diesem Sinne war es das eigentlich. Wenn ihr Fragen, Wünsche oder irgendwelche Vorschläge habt, was wir hier noch machen können, an dem DJ-Tisch oder hier hinten, also hier hinten kommt ja das Sofa noch rein. Aber zum Beispiel, was könnte ich hier auf diese große Fläche machen? Ich will hier vielleicht noch irgendwelche Sticker hinkleben oder irgendein Logo oder sowas hinbauen. Keine Ahnung, das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich räume jetzt hier noch ein bisschen auf, weil hier sieht es echt schlimm aus. Ich bin nicht mal zum Produzieren richtig gekommen. Ich werde mich jetzt noch ein paar Stunden hinsetzen, ein bisschen Musik produzieren. Und jetzt melde ich mich ab, Leute. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.